Herzlich willkommen zu einem neuen Briefing nach meiner Art einer Work-Life-Trading-Balance. Das Trading für vielbeschäftigte Arbeitnehmer und Selbstständige, die ja mit wenig Stress traden wollen. Wir schauen uns natürlich heute wieder den Goldpreis an. Der hat im Grunde genommen die letzten 2 Wochen genau das gemacht, was vorausgesagt war, beziehungsweise was er machen sollte. Aber steht jetzt momentan in einem sehr, sehr interessanten Scheideweg und das wollen wir uns heute im Detail anschauen. Aber wie immer natürlich am Anfang die Risikowarnung. Der Handel mit Finanzprodukten beinhaltet generell hohe Risiken für Ihr Kapital. Der CFD und der Forex-Handel beinhalten erhebliche Risiken und sind als hochspekulative Geschäfte anzusehen, die in Extremfällen Risiken bergen, die über den Totalverlust des eingesetzten Kapitals hinausgehen können. Die Nachschusspflicht besteht aber bei erstmal regulierten Brokern aktuell nicht mehr. Der CFD und der Forex-Handel können aufgrund ihrer Hebelwirkung durch wirtschaftliche und politische Entwicklung erhöhten Risiken unterliegen. Beim Einsatz dieser Instrumente muss man bewusst sehr hohe Risiken und sehr starke Ertrags-, Kurs-, Währungs- und Kontoschwankungen in Kauf nehmen, um langfristig die Chance auf ein sehr hohes Kapitalwachstum zu erhalten. Alle meine Videos, Folien und Texte stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen in keinster Weise eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine persönliche Meinung wider. Die vollständige Risikowarnung finden Sie unter www.tradersmind.de/Risikowarnung. Beginnen wir mal mit der übergeordneten Situation, denn die ist sehr, sehr spannend. Wie gesagt, zum größten Teil jetzt in den letzten 2 Wochen das gemacht, was er machen sollte. Aber es fehlt eben dann noch dieser eine Push, wo ich sagen würde, ja, auch übergeordnet wechseln wir so langsam aber sicher auf die Long-Seite. Das letzte Video oder beziehungsweise der Grund, warum ich überhaupt erst jetzt wieder ein Video mache, letzte Woche war ja weitestgehend sinnlos, weil der Kurs in einer Range verharrt war. Ich hatte euch dann unter das letzte Video von der Woche davor noch einen Screenshot drunter gepostet und ein paar Zeilen dazu, dass ihr einfach wisst, worüber ich oder welche Range ich meine. Vom Tick-Volume-Profile her. Und ja, außerdem hatte ich sehr, sehr wenig Zeit letzte Woche und da eh nichts los war, dachte ich, gut. Dann geht's nun mal nicht anders. Ne? Hab nun mal leider nicht immer Zeit. Aber diese Woche machen wir das wieder. Und ihr erinnert euch, wir hatten das letzte Video hier am 30. Am 30.09. Und da sagte ich euch schon, ja, hier diese beiden bearischen Ranges, beziehungsweise dieser bearische Impuls, den wir gesehen haben, der ist ein Fake nach meiner Strategie, beziehungsweise haben wir schon hier gewusst zu dem Zeitpunkt, dass das Ganze in sich zusammenklappen wird, also dieser bearische Trend. Und letztendlich ist genau das passiert, ja, er ist ein bisschen seitwärts noch gelaufen und dann ist das Ganze aber hier relativ zügig in Richtung Norden gelaufen. Also das, was letztendlich auch prognostiziert war. Ich hatte euch 2 Level genannt. Zum einen natürlich hatten wir den Bereich also rund um die, ich glaube so 1776, 1777, also 1776, 1777 Dollar. Da hatte ich gesagt, wenn er da nach oben hin weggeht, dann ist hier auch für diese letzte jüngste Range auf jeden Fall Feierabend. Wie gesagt, wusste ich schon hier zu dem Zeitpunkt, aber hier war es dann wirklich noch manifestiert, dass man es auch, wo ich davon ausging, dass auch die entsprechende Dynamik dann kommt. Und das ist ja jetzt ja auch gekommen. Ne? Wir sind hier über diesen Bereich drüber per H4 Schlusskurs und jetzt ist er hier zügig in Richtung Norden gelaufen. Aber die übergeordnete Situation und da sage ich immer dazu, mit übergeordnet meine ich die übergeordnete Situation in diesem Timeframe. Ganz, ganz wichtig. Ich mache keine Multi-Timeframe-Analyse, das halte ich für großen Quatsch. Ich denke, jeder Timeframe hat seinen eigenen Trend, deshalb mache ich das nicht Timeframe-übergreifend. Aber hier im H4-Chart ist in meinen Augen der übergeordnete Trend immer noch Short. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und also für mich ist dieser Punkt hier bei ungefähr 1821, also 1821 bis 1822 Dollar entscheidend. Erst wenn der nach oben hin per Schlusskurs durchbrochen worden ist, also von dieser gesamten Talfahrt hier, dann gehe ich davon aus, dass wir hier auch übergeordnet auf die Long-Seite wechseln. Momentan, wie gesagt, kann es durchaus nochmal deutliche bearische Impulse geben, die ein oder andere bearische Range hier unten, dass es nochmal probiert. Das muss nichts Nachhaltiges sein, ja, aber was soll ich sagen? Wir hatten diese bullischen Impulse, über die ich gesprochen habe, aber die Widerstandszonen sind eben da. Ne? Und da hatten wir hier ja auch über diesen Äquator gesprochen, zwischen 1783 und 1791. Das ist jetzt momentan so ein bisschen eine heikle Zone für den Kurs, denke ich, wo durchaus reichlich Widerstand auf uns zukommen könnte. Und wir müssen ja auch im Auge behalten, wenn wir uns nochmal an das Tick-Volume-Profile von vor einigen Wochen erinnern. Da hatte ich ja schon gesagt, wir haben hier unten eine sehr, sehr breite Zone zwischen 1706 und 1780.
118 Dollar, die durchaus noch angelaufen werden könnte. Ne? Ihr erinnert euch hier an den Durchbruch, 16.09. Da hatte ich auch ein Video gemacht und gesagt, wenn er hier durch diesen, das war damals ein Support, durchgeht, dann ja, rückt letztendlich der nächste Support auf uns zu. Und das war der hier unten. Ob wir jetzt von diesem aktuellen Niveau wirklich bis hier runterfallen auf diesen Niveau, das werden wir sehen. Das wäre natürlich für die Bären unter euch sicherlich ein gefundenes Fressen. Ja, und wenn es geht, nehmen wir es mit. Also habe ich jetzt auch kein Problem damit. Mir ist es völlig egal, in welche Richtung es geht. Ne? Die Strategien sind entsprechend dafür ausgelegt. Und wenn ihr übrigens diese Videos hier, diese kostenfreien Videos ein bisschen supporten wolltet, dann müsst ihr nichts weiter tun, als ein Like da zu lassen. Besser noch ein Kommentar, ist für den YouTube bzw. die Social Media Algorithmen noch viel, viel besser. Lasst einen Kommentar da, ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat, ne? Weiß ich auch Bescheid. Und ja, vielen Dank schon einmal an dieser Stelle. Gut, viel mehr will ich zum H4 jetzt auch gar nicht herumwurschteln. Das ist ja, wie gesagt, eher so eine etwas mittel- bis längerfristige Geschichte. Interessanter wird es natürlich jetzt noch im kurzfristigen Rahmen. Und dazu schauen wir uns jetzt den M15-Chart an. Bis gleich. So, willkommen im M15-Chart. Ich weiß, hier ist jetzt eine Menge los. An Linien und bunt und tralala. Ich nehme euch noch mal kurz mit zurück auf eine kleine Reise, nämlich zum 30.09., als ich das letzte Video gemacht habe. Das war hier in dem Bereich. Da hatten wir diese beiden letzten bearischen Ranges und ich hatte gesagt, okay, wenn wir über den Bereich bei ungefähr, ich glaube, das war so 17,54 drüber gehen, dann wechseln wir hier auf der untergeordneten Seite, also im 15-Chart, auf die Long-Seite. Hatte aber auch gleichzeitig dazu gesagt, die ersten Long-Impulse werden sicherlich ein Fake sein. Da wird ein bisschen seitwärts laufen. Da habe ich auch übrigens in die Kommentare nochmal reingeschrieben auf eure Fragen. Vielleicht auch nochmal runtergehen und dann erst die ersten bullischen Impulse abbilden. So, letztendlich ist es ja auch das passiert. Ne? Wir hatten hier, wie gesagt, über den Widerstand drüber. Dann hatten wir hier die erste Range, die ist dann zerstört worden. Oder beziehungsweise die ersten beiden Range, die sind dann zerstört worden. Dann ist er seitwärts gelaufen. Also letztendlich das, was wir erwartet hatten, ist nochmal ein Stück tiefer gegangen und hat jetzt hier nochmal die jüngsten bullischen Impulse abgebildet. Aber ich muss dazu sagen, das steht hier auf sehr, sehr tönernen Füßen. Ne? Letzter bullish Range kaputt gegangen und wie gesagt, im H4 habe ich ja schon gesagt, stehen wir an etwas kritischen Zone, sind auch relativ überhitzt und wir können das Ganze jetzt hier an den aktuellen Kursniveaus so ein bisschen festmachen, wenn das und das Kursniveau fällt, gehe ich davon aus, dass wir noch weiteren Schwung in Richtung Süden kriegen. Bevor wir uns das anschauen, nochmal der Hinweis, wenn ihr allgemein ein bisschen mehr erfahren wollt über meine Art zu traden, über ja, Indikatoren, die ich für sinnvoll halte, die ich für absoluten Quatsch halte, dann schaut euch mal Trading völlig neu gedacht an. Das ist meine kostenfreie Mini-Coaching-Serie. Den Link dazu, den findet ihr in der Videobeschreibung und ja, habt Spaß dabei, wie schon viele, viele hundert Leute vor euch und ja, viel Erfolg dann damit. So, jetzt gucken wir uns mal die aktuellen Niveaus an. Ich habe jetzt einfach mal diesen gesamten bullischen Schwung, ja, nach quasi das Tief, bevor die übergeordnete Situation hier im M15-Chart gedreht hat. Und hier sehen wir jetzt dieses ganze Tick-Volume-Profile, also das ist jetzt schon, ich würde mal sagen, es ist jetzt so ein, zwei Wochen, ne? Müssen wir mal gucken, ungefähr so zwei Wochen, bisschen mehr. Und hier haben sich jetzt einige Level aufgetan, beispielsweise der Bereich zwischen 1786 und 1787 Dollar. Wenn wir hier runter marschieren, also wenn dieser Support fällt per Schlusskurs, dann geht es weiter in Richtung 1780 und 1781,50. Hier lauert dann auch der 233er EMA. Also ich gehe durchaus davon aus, dass wir hier an diesen Punkten zumindest temporär etwas Support bekommen. Wenn er gleich durchkracht, ja, okay. Dann geht trotzdem davon aus, dass es nochmal einen Schwung in die Gegenrichtung geben wird. Wenn diese beiden Supports fallen, dann sollte es weitergehen in Richtung 1770 bzw. 1771, 1772. Und dann, ja, dann bildet sich hier erst einmal eine große, große Seitwärtsphasenzone. Hier haben wir auch den POC drin, ja, den Point of Control, also alles so zwischen 1746 und 1769 Dollar. Da ist mit großen Seitwärtsbewegungen zu rechnen. Hier kann es auch mal einen deutlichen Abpraller geben in Richtung Norden. Also hier in dem Bereich auf jeden Fall vorsichtig sein. Ganz, ganz gefährliche Zone. Habt ihr ja auch hier gesehen. Das war auch in der Vergangenheit schon so. Ja, und dann
seht ihr hier rechts am Chart noch die anderen, in meinen Augen wichtigen Support-Levels weiter im Süden eingeblendet. Aber wie gesagt, das sind wir jetzt längst noch nicht. Das kann schneller gehen, als man denkt, klar. Deshalb behaltet es auf jeden Fall im Auge. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche ein Video schaffe. Kann sein, dass wir da unterwegs sind in Richtung Urlaub. Weiß man noch nicht. Das ist ja momentan alles so, ob man nun fliegen oder fahren kann oder nicht. Ist ja alles ein bisschen auf der Waage liegt das. Man weiß ja nicht so richtig, wohin es dann schwingt. Naja, wir gucken mal. Aber schon, dass ihr so ein bisschen auf die nächsten ein, zwei Wochen vorbereitet seid. Ja, das sind so diese Level, die ich jetzt aktuell im Blick habe. Ganz aktuell könnt ihr euch meiner Meinung nach sicherlich darauf einstellen, auf 1789, 1790. Hier wird es nochmal, kann das hier mal zeigen, so knapp unter diese letzten Range, wie gesagt, zwischen 1789 und 1790, gehe ich davon aus, dass es hier auch noch so einen temporären Support geben wird. Da würde ich mich jetzt nicht davon nervös machen lassen, aber wie gesagt, sobald der Bereich zwischen ungefähr 1788, 1786 fällt hier drunter, dann ja, gehe ich mal stark davon aus, dass wir weiter in Richtung Süden laufen. Aber denkt daran, diese Supports sind eben Supports. Sie können auch halten und dann nochmal für einen ordentlichen Schwung in Richtung Norden sorgen. Also dort auf jeden Fall ein Stück weit vorsichtig sein und jetzt nicht hier alles auf eine Karte und solche Späße. So, und jetzt gucken wir uns natürlich hier auch nochmal die übergeordnete Situation vom Fibretracement an. Ich lege es ja einfach mal locker flockig an diese ganze Aufwärtsphase ran. Und da sehen wir schon, die erste Reaktion, die er in den letzten Stunden gezeigt hat, war prompt hier am 8er Retracement, also wirklich wieder mustergültig, so wie man das sehen will. Und jetzt schwankt er hier zwischen dem Hochpunkt und dem 8er Retracement und dann sehen wir hier, ich zoome mal auf das Maximum raus, die 20er Retracements, die sind so in diesem Bereich, also zwischen unseren beiden nächstgelegenen Supports. Und ich hatte ja gesagt, da rechne ich mit durchaus mal mit so einem kleinen Aufwärtsschwung und dann nochmal runter und so weiter. Was letztendlich ganz, ganz typisch wäre für die 20er Retracements, für diese Zone, weil dort immer sehr, sehr viel Chaos herrscht. Ja, also da wird man schnell gefressen, wenn man dazu mit engen Stops arbeitet oder in Aktionismus verfällt. Und ganz, ganz spannend wird natürlich der Bereich, oder das sind ja so diese ersten, in meinen Augen wirklich wichtigen Retracements, so 34, 38, 2 Retracements, die letztendlich genau hier auf diesen dritten Support fallen, zwischen 1770 und 1771, 1772, auch knapp unter dem 233er EMA. Das kann so der Bereich sein, wo ich sagen würde, ja, also wenn er heute noch mal ein bisschen Luft verliert, hier dieser bullische Luftballon im Goldpreis, dann ist hier in meinen Augen die Zone, wo es dann ja in der Nacht bzw. morgen im, so zum Wochenausklang durchaus dann wieder etwas nachhaltigeren Schwung in Richtung Norden geben könnte. Ne, mit Hinweis auf den H4, Moment, was war das jetzt für eine Zone? 1770, das wäre quasi so ungefähr in diesem Bereich. Dann hat es jetzt hier am Äquator abprallt, hier rund um die 1770 ein bisschen Support bekommt und dann könnte das dieser Run in Richtung 89er Retracement, also in Richtung 1821,50 werden. Okay, so das für die Range und das dazugehörige Fibo und die entsprechenden Tick Volume Profile Bereiche. Wir können uns das auch nochmal abschließend allein auf dem Tick Volume Profile anschauen. Auch hier nochmal der Hinweis, letztes Video war hier am 30.09. hier in dem Bereich und da hatte ich euch hier so ein paar Widerstandszonen genannt oder ein paar Ziele genannt, die hatte er dann exakt angelaufen, ihr erinnert euch sicherlich noch oder wer dabei war und dann war er erst einmal seitwärts. Und von dieser letzten Woche hatte ich euch dann einen Screenshot gemacht, da hat sich der Kurs nämlich hier zwischen diesen beiden Bereichen bei ungefähr 1770 und 1746 Dollar aufgehalten. Hier konnte man schön hoch und runter traden, also das hat schon relativ viel Spaß gemacht. Das ist letztendlich dann zum Wochenausklang nach oben hin durchbrochen worden. Ja, deshalb hatten wir auch hier dann für die aktuelle Woche schon diesen deutlichen Aufwärtsschub. Dass der hier nochmal runter ist übrigens, das hat nichts zu sagen. Ja, also wir sind hier durch den Widerstand durch, der nächste Support war erst hier unten, also Korrektur hin oder her, der Widerstand war durch, also weiter long. Ne? Dementsprechend würde ich übrigens jetzt mal diese Linienempfang wegnehmen, ich habe die eigentlich bloß noch, oh Gott, das war zu viel, ich habe die eigentlich bloß noch drin gelassen, weil ich euch das nochmal zeigen wollte, diese Range. Und der Support hier unten, der ist natürlich auch noch intakt, ne? Der geht ja bis ungefähr 1745 Dollar und dieses Tick-Volume-Profile, was wir hier sehen,
Das ist von der aktuell laufenden Woche schon. Na, wir hatten auch hier übrigens, das wollte ich euch noch zeigen, wir hatten hier einen Widerstand aus der Vorwoche, der durchbrochen worden ist, hier einen Widerstand aus der Vorvorwoche, der durchbrochen worden ist. Also hier mit diesen letzten bullischen Movements. Was aber nicht passiert ist, ist, dass der Kurs diese, ja, nochmal so ein bisschen herumoszilliert ist. Und das habe ich euch schon mehrfach gesagt. Wer so ein bisschen aufgepasst hat in den letzten Wochen immer in den Videos, der weiß, wenn so ein Widerstand auf Tick-Volume-Profile-Basis durchbrochen wird, dann, ja, ist es normal, dass der Kurs nochmal gleich drunter fällt und einfach so ein bisschen herumoszilliert, ein bisschen hoch, ein bisschen runter um diesen Widerstand und dann weitergeht. Und wenn er das nicht macht, wie in dem Fall, dass er einfach hier so durchrast durch diese Widerstände, dann ist es eben sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Kurs genau in diese Zone noch einmal herunterkommt. Warum auch immer, ist mir völlig egal. Ne? Es ist einfach bloß, es funktioniert, es ist halt so. Ja? Dass wir das einfach nochmal im Auge behalten und das deckt sich ja letztendlich auch mit den anderen Dingen, die wir hier gerade im M15 auf Basis der Range und dieses großen Tick-Volume-Profiles besprochen haben. Na, wenn wir uns die aktuelle Woche anschauen, ihr seht schon hier den nächsten Support, den hatte ich glaube ich auch auf Basis der Range beschrieben, zwischen 1789,50 und 1790,50. Das war das, was ich euch hier gezeigt habe, hier in dem Bereich, so knapp unter dieser letzten Range. Und dann haben wir den nächsten, ja, irgendwo im Bereich zwischen ja, so bis 1783. Aber es deckt sich letztendlich alles so ein bisschen mit der Thematik von dem Range-Chart, den ich euch gezeigt habe. Und deswegen würde ich jetzt hier nicht noch tausend andere Widerstände und Unterstützung einzeichnen. Ich denke, da habt ihr jetzt erst einmal mehr als genug. Ne? Also, wie gesagt, die Zeichen aktuell so zum Wochenende hin stark überhitzt im Goldpreis. Es würde mich nicht wundern und ich würde durchaus davon ausgehen, dass wir hier in den nächsten Stunden massiven Abwärtsdruck erleben bis zu den genannten Bereichen und dann ja, kann es durchaus noch wieder quasi den Aufschwung zur nächsten Rallye geben, aber die Supports dafür, die habe ich euch ja schon genannt. In diesem Sinne, denkt daran, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen, wenn ihr es blöd fandet, dann einen Daumen nach unten und gerne auch einen Kommentar. Das ist am wichtigsten. Und dann natürlich die Mini-Coaching-Serie Trading völlig neu gedacht. Den Link für dieses kostenfreie Event oder beziehungsweise für diese kostenfreie Videoserie, den findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Wochenausklang, ein schönes Wochenende und falls wir uns nächste Woche nicht hören, dann bis, ja, bis bald, bis dann eben zum nächsten Mal. Viel Erfolg und alles Gute. Bleibt schön gesund. Tschüss.